Hey Leute und willkommen zu einem neuen Zeichenvideo von mir und ja, ich bedanke mich herzlich dafür, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt und ja, es tut mir leid, dass ich mal wieder so eine lange Videopause habe oder hatte und immer noch werden habe, das ist schon wieder mein bestes Deutsch ever. Tut mir leid, dass mein Deutsch ein bisschen das stört ist, aber ich habe gerade CSGO gespielt, tut mir leid. Da bin ich noch ein bisschen verwirrt und so weiter und so fort. Fangen wir jetzt einfach mal an mit dem Video. Ich habe hier den lieben Yato aus Noragami gezeichnet. Für die Leute, die ihn nicht kennen auf meinem Kanal, die mich abonniert haben. Aber ich denke, jeder, der das Video schaut, hat Noragami geschaut oder nicht geschaut. Ich möchte vorher auch nochmal ganz kurz sagen, dass ich ja hier eine andere Kamera... Position jetzt hatte und ich möchte mal gerne wissen, ob ihr die öfter sehen wollt oder nicht so oft, sondern ja, egal. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, ob ihr es gerne sehen wollt, ob es ihr gerne nicht sehen wollt und so weiter und so fort. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Es wäre am besten, wenn ihr das macht. Solltet ihr das Kommentar etwas ruhiger anfangen lassen? Ja. Wie gesagt, falls euch diese Kameraposition nervt, mache ich es beim nächsten Mal nicht mehr. Und so, ja. Und ja, ich mache es beim nächsten Mal nicht mehr. Und so weiter und so fort. Alter, dieses eine Wort, oder hätte gesagt, diese paar Wörter, die haben sich in mein Gehirn reingefressen. Ich sage das die ganze Zeit und das ist alles nur wegen meinem Anime-Kanal. Weil ich das immer so gesagt habe, wenn ich kein Skript mehr hatte. Was könnte ich jetzt labern, dass das Video nicht so lang werden kann? Oh ja... ich habe auch diesmal nicht so langes Videomaterial. Ich glaube, das waren 40 Minuten Videomaterial. Deswegen wird das Kommentar hoffentlich, also ich kann es nicht vorher planen. Ich denke einfach mal, oder ich hoffe einfach mal, dass das Video so um die 20 Minuten, um die 20, 25 Minuten geht. Wenn nicht, dann ist es halt 30 oder 35. Ist mir auch relativ wurscht. Hauptsache, ihr habt euren Spaß beim Schauen. Ich habe ja auch viel Kontakt zu Zuschauern und die sagen immer, yo, ich find's cool, wenn du mal ein bisschen mehr redest. Ich find's cool, wenn du mal ein bisschen mehr über dich erzählst. Ich find's cool, dass du so lange Commentaries machst. Ich find's cool, dass du das machst. Und das, ja, das mögen sie halt auch, dass halt Drawing Like a Sir auch Commentaries macht. Und deswegen... wollen die, dass ich das auch mal mache, weil halt Drawing Like a Sir halt dann immer ein Video macht, wann ich kein Video mache. Und wenn ich ein Video mache, macht er kein Video. Und so könnt ihr euch das gleich anhören. So habt ihr gleich mehr davon und ihr könnt aber nebenbei zeichnen. Mann, was laber ich eigentlich heute schon wieder für ein Bullshit? Aber egal, fangen wir einfach mal an. Ja. Ich habe eine Sache anzukündigen, die meinen Kanal betroffen hat vor einem Jahr und das ist nämlich die Leipziger Buchmesse. Ich gehe vom Donnerstag bis Samstag auf die Con hin oder auf die Messe und ihr könnt mich da antreffen, ihr könnt mich ansprechen, wir können ein bisschen talken. Wenn ihr wollt, könnte ich auch mit euch irgendwas filmen, irgendwelche Interviews machen. Ich bin schon so abgehoben geworden. Ich bin wirklich abgehoben geworden. Da gebe ich den einen Typen zu, der mich in Tests angestupst hat. Ich bin wirklich abgehoben geworden. Aber ihr könnt ruhig etwas mit mir machen. Einfach ein bisschen erzählen, etwas rumlaufen. Ich habe nichts dagegen, mit Zuschauern oder gesagt, mit meinen Freunden rumzulaufen, denn ihr alle seid eigentlich sozusagen meine Freunde. Und deswegen habe ich auch da nichts dagegen. Und ja, ich bedanke mich für die 430 Abonnenten. Das geht extrem schnell auf meinen Zeichenkanal. Dieser Kanal hat mehr Abonnenten gemacht in diesem Monat als mein Anime-Kanal. Wow, das ist ziemlich hart übrigens. Mein Anime-Kanal macht zurzeit sehr viele D-Abos, mal wieder Abos und so weiter und so fort. Deswegen mein Kanal immer noch auf 677, glaube ich, ist. Noch keine 700. Ich bin schon irgendwie bei 777. Ich habe keine Ahnung, warum. Aber ja, egal. Ich bedanke mich herzlich dafür, dass ihr mich so hart unterstützt. Und ja, danke nochmal an die Abonnenten, an die Zuschauer und an den Likes und an den Kommentaren. Denn Kommentare und so sind mir am wichtigsten, da ich dann so sehen kann, ja, das kann ich verbessern, das kann ich verbessern. Und ja, an der Zeichnung generell habe ich auch was zu verbessern. Erstens, ich bin verdammt faul, was mit der Koloration angeht. Sobald Klamotten kommen, ist meine Konzentration am Ende. Ich kann einfach nichts dafür.
Einfach so kein Bock mehr und deswegen sieht das Bild auch so, naja, mit der Farbe und so auf den Klamotten auch so etwas komisch aus. Dafür entschuldige ich mich schon mal. Ach. Ich hoffe übrigens, dass das Video noch in diesem Monat kommt. Denn das ist ja dieses Kalendervideo-Dings da. Und ja, ich habe es geschafft, ein Video im Monat rauszuhauen. Wow! Ich hätte eigentlich mehr erhofft, so 2-3 Videos im Monat, aber ein Video. Tut mir leid, vielleicht wird der nächsten Monat etwas mehr sein, obwohl ich bin ja da eher so auf der Leipziger Buchmesse und in den Ferien habe ich auch nicht so wirklich viel Zeit, denn ich bin da eine Woche in Berlin und so weiter. Ich bin schon wieder und so weiter und so fort. Oh Mann, diese scheiß Angewohnheit. Und ja, beim Zeichenturnier haben ja auch schon einige mitgemacht, okay, 5 Stück. Und zwar finde ich es mega nice, dass ihr mitmacht. Ihr könnt gar nicht mehr so scheiße zeichnen. Okay, hätte ich auch nicht erwartet, dass ihr scheiße zeichnet, aber hätte erstmal so gedacht, ganz viele Einträge oder Einsendungen kommen erstmal so aus Stickmännchen und sowas. Und das ist dann wirklich was Tolles zu sehen, wenn man so gut zeichnen kann. In meinem Sinne zeichnen manche sogar viel, viel besser als ich. Und ich bin eh scheiße im Zeichnen. Das muss ich auch nicht verleugnen. Ach man, ich bin wieder nett zu mir. Auf der Messe werde ich vielleicht öfters mit Surians Artworks Stand gehen. Falls jemand mich da sehen will, müsste einfach mal Ausschau halten. Denn ja, ich gehe da öfters mal hin. Also jeden Tag mindestens einmal, um irgendwas zu kaufen. Da ich finde einfach ihren Zeichenstil mega. Episch. Ja. Drawing Like It's Hurt mich angesteckt mit Rians Artwork. Ich finde sie ihre Zeichnungen auch sehr, sehr cool. Ich bringe übrigens zurzeit so wenig Videos, falls ich das noch nicht gesagt habe, weil Schule und so und mein Anime-Kanal jetzt ziemlich, ziemlich viel Arbeitsbedarf ist. Ich versuche ein Video im Monat rauszuholen und trotzdem werden es manchmal auch zwei und deswegen, naja, meine Kreativität geht niemals zu Ende. Ich weiß auch von Zuschauern, dass sie gerne meine Stimme hören. Das lese ich dauermäßig immer oder hin und wieder mal in meinen Kommentaren. Das freut mich natürlich auch, dass ihr euch meine Stimme, dass ihr meine Stimme mögt. Und ja, mein Deutsch und meine Grammatik ist zwar jetzt nicht gerade die beste Zusammenstellung in meinen Commentaries, deswegen entschuldige ich mich dafür auch schon mal. Ich möchte übrigens mal wieder mehr Livestreams machen, aber das alles auf Dong Anime. Ihr könnt mir ja da mal ein Abo dalassen. Ja, ich weiß. Abo, Eigenwerbung, aber Eigenwerbung darf man doch wohl machen. Mich würde es riesig freuen, wenn ihr da mein Abo dalassen würdet, denn dort werde ich auch so Livestreams machen beim Zeichnen, Livestreams beim Manga machen. Also ich plane ja bevor ich mein Manga anfange, plane ich erstmal einen Short-Manga zu machen, damit ich mich ein bisschen dran gewöhne. Und ja. Einfach nur, dass ihr wisst, dass ich den Manga überhaupt noch gar nicht angefangen habe und schon wieder diese leeren Versprechungen rausgehauen habe. Ach ja, ich sollte lieber nichts mehr voreilig ankündigen. Darin bin ich der Beste. Voreilig angekündigt, jo, passt immer. Auf dem Anime-Kanal kommen übrigens dann auch der Leipziger Buchmesse-Vlog. Falls ihr mich auf nur wegen diesem Vlog abonniert habt, könnt ihr mir auf meinen Anime-Kanal gehen, denn dort wird der neue Vlog kommen. Oder gesagt, es werden dann zwei Videos mindestens von der Messe geben. Eins mit Moderation, denke ich mal, und das andere eher so mehr mit Cosplays und so weiter und so fort. Ich nehme ja beide Kameras mit. Okay, am Donnerstag nehme ich nur die kleine mit, aber am Donnerstag bin ich auch mit der Schule da. Deswegen könnt ihr vielleicht auch ein paar Klassenkameraden von mir treffen. Naja, über meine Social Media reden. Und ja, ich möchte nochmal ganz kurz in dem Video nochmal erklären, noch ein bisschen mehr Eigenwerbung machen. Ach ja, Eigenwerbung fühlt sich so gut an in Videos. Ach, das ist ja so wie ein Product Placement. Obwohl ich noch nie ein Product Placement gemacht habe. Muss ich auch mal irgendwann mal anfangen. Ich werde zu Product Placement Hure. Yay! Ja, ich habe mir Snapchat gemacht. Ich heiße da Dong Anime. Ihr könnt mir mich ja als Freund adden oder sowas oder wie das heißt. Ich habe nämlich keinen Plan.
Ja. Jetzt bin ich mal wieder lustig drauf. Ja, auf Twitter poste ich mehr Sachen als auf Instagram. Ja, ich habe gemerkt, ich habe mal wieder nicht eingehalten, was ich einhalten wollte. Mindestens eine Zeichnung am Tag. Und das hat einfach mal so gar nicht funktioniert. Hat fast einen ganzen Monat Pause gehabt. Also, ja, okay, in der Schule zeichne ich hin und wieder mal was in den Deutschfreistunden, denn meine Deutschlehrerin war bis jetzt noch gar nicht da. Aber die kommt im März wieder. Das finde ich kacke. Leider. Da habe ich keinen Ausfall mehr. Aber naja. Ich darf mich ja nicht beschweren. Auf Facebook müsst ihr mich natürlich... Auf Facebook möchte ich nochmal dran erinnern, dass ich eine andere Seite habe als Dongs Zeichnen, der zusammengeschrieben ist. Der Unterschied zwischen Dongs Zeichnen und Dongs Zeichnen ist, dass ich das eine, mein aktueller Account, mit Leerzeichen habe. Daran müsst ihr denken, sonst könnt ihr nicht meine aktuellen Bilder sehen. Ich habe schon so viele Posts auf dieser Seite verfasst, dass ich auf der Seite nichts mehr poste. Also müsst ihr das ja langsam mal erkennen, dass ich da drauf nichts mehr poste. Ach man. Oder ihr drückt einmal auf den Link in der Videobeschreibung. Das geht natürlich auch. Ja, über das Zeichnen-Turnier möchte ich mich auch nochmal riesig für bedanken, dass sich so viele angekündigt haben, dass sie mitmachen wollen. Und ja, die 5 Einsendungen sind schon ziemlich cool. Vor allem, wie viele Zeichnungen ihr mir einsendet. Ja, das sind viele. Und ja, zu meinem Video, was ich vor 3 Monaten hochgeladen habe, zu meiner besten Zeichnungen. Wow, hat 1000 Aufrufe erreicht. Freut mich mega, dass es so gut ankommt bei euch. Denn für einen so einen kleinen YouTuber wie mich ist es, ja, schön zu sehen, dass es viele Leute interessiert, das Thema. Und ja, ich hoffe, dass ihr am Ende dieses Jahres auch mindestens das Doppelte von den Zeichnungen seht, was ich letztes Jahr hatte. Oh, das letztes Jahr hört sich so weit entfernt an. Das ist mega creepy. Ja, mein Manga an sich wird, also dieser Short-Manga, wird sich wahrscheinlich so um ein Kind aus dem Dschungel oder aus dem Wald handeln. Ich hatte mal so die Geschichte angefangen, aber ich fand die ein bisschen zu schwammig. Ich habe die weggeworfen. Und deswegen muss ich mir nochmal überlegen, wie ich mir das Story so machen kann. Ich weiß nicht, ob ich noch einen zweiten Freund oder so dazu machen will, aber irgendwie ist ja ein Dialog mit einer Person etwas creepy. Oder? Keine Ahnung. Was sagt ihr? Ist bestimmt creepy. Falls einige von euch mal auf Instagram geguckt haben, wie ich mich aufgeraged habe auf den... heißt er Yukine? Yukine? Nee, das ist ja aus Noragami, aber aus der Typ aus Blue Exorcist, da Rins Bruder. Oder Rins Bruder. Ja, da habe ich ja nämlich mit Rasterfolie gearbeitet und ich muss sagen, nie wieder tue ich mir Rasterfolie an. Dann bleibt mein Manga lieber ohne Rasterfolie, als wenn ich mir das mit einer Rasterfolie antun würde. Wollen und so. Das haltet ihr ja aus, es ist total langweilig und so. Okay, eigentlich ist es total zeitintensiv und für dieses Bild habe ich einfach 10 Stunden am PC gehockt und hab mein Photoshop irgendwas angestellt da, weil ich einfach null Plan hatte, wie man da was mit Rasterfolie macht. Ach, falls ihr mir Tipps geben könnt, ist es natürlich sehr, sehr hilfreich, wie es schneller gehen kann und dass ich mich nicht so aufregen muss. Ach, das ist so mega, mega scheiße. Diese Aufregerei. Ja. Mein Anime-Kanal habe ich auch ein Gewinnspiel. Falls ihr da auch mitmachen wollt, müsst ihr euch einfach mal hingesellen, denn dort verlose ich die erste Staffel von Tokyo Ghoul auf Anime-on-Demand-Form, wo ich übrigens auch gerade ein Abo gemacht habe, also ein Premium-Abo. Und ja, deswegen auch so wenig Videos kommen auf mein Anime und derzeit auch auf meinen Zeichenkanal, denn ich muss meine ganzen 3 Monate ausnutzen, um alle Anime auf dieser Seite geschaut zu haben. Und ja, das ist sehr, sehr anstrengend. Das könnte mir jetzt schon sein. Ja, das Gesicht an sich, zu meinem Bild kommen wir jetzt mal wieder. Ich finde, ja, okay, die Haare sind mir gut gelungen, okay. Eigentlich sind die mir auch nicht gut gelungen, aber besser gelungen als sonst. Musst du mir schon zugeben. Ach, ich lobe mein Bild schon wieder zu sehr. Aber ich bin ja noch lange kein Profi, wie in einem FAQ beantwortet. Ja. Ich bin lange kein Profi und werde es auch wahrscheinlich erst nie werden. Und ja.
Okay, vielleicht irgendwann mal, wenn ich mal wieder die Zeit auffinden kann, keine Anime-Videos zu machen, okay? Anime-Videos sind mir vorrangiger als der Zeichenkanal, falls das schon einige mitbekommen haben. Aber auf meinem Anime-Kanal werde ich ja jetzt, wie gesagt, die Livestreams machen. Da könnt ihr ja einfach mal vorbeischauen. Ja, schaut einfach mal vorbei. Ihr könnt mir ja mal in diesem Video mal ein paar Themen reinschreiben, über die ich in diesen Kalendervideos, Let's Draws, Commentaries an sich, Livestreams, etc. besprechen könnte. Halt so ein Thema, wo man halt so eine Stunde seine Meinung, also nicht eine Stunde, so 20 bis 30 Minuten seine Meinung abgeben könnte. Könntet ihr mir mal in die Kommentare schreiben, denn ich bin jetzt eigentlich schon fast am Ende mit dem Video. Ach, heute habe ich auch irgendwie nicht so viel Lust, einen Commentary aufzunehmen. Das merkt man, glaube ich, auch. Ja, ich bin ziemlich in Zeitstress zur Zeit und deswegen ist dieses Video etwas kürzer. Ja, mich würde es freuen, falls ihr die Werbung am Ende noch schauen würdet. Ich weiß nicht, ob es euch stören würde, wenn ich so bei bei 30 Minuten in der Hälfte ungefähr eine Werbung reinmache. Aber bei 20 Minuten mache ich es nur am Ende und am Anfang rein. Und ja, mich würde es riesig freuen, falls euch dieses Video gefallen hat. Haut rein, Leute, und Martha. Jetzt schon zu Ende. Schaut doch lieber noch das letzte Video an der Wand und haut rein, Leute. Wie gesagt, es würde mich super supporten, falls ihr die Werbung noch mitguckt. Haut rein, Leute, und Martha.